Ja, hallo. Ich möchte euch heute mal was Cooles zeigen. Eigentlich mache ich selten Produktreviews. Ich konsumiere sie gerne. Aber ich habe meine Apple Watch inzwischen, bei der Apple Watch inzwischen 3 oder 4 Mal das Band gewechselt. Und immer war etwas mit denen. Ich mag gerne Lederarmbänder, die aber nach 2, 3 Monaten schon aussehen, als ob man sie einmal durch den Trockner durchgezogen hätte. Das Armband von Native Union. Das war zuletzt das, was ich getragen habe. Es hat aber das Problem, dass es einfach zu kurz ist. Meine Armgelenke sind ungefähr 22 cm und das Armband macht maximal irgendwie 205 mm, 210 mm, dann ist Schluss, also immer auf dem letzten Loch. Deswegen habe ich lange gesucht und gefunden, und zwar die Firma Bandwerk. Die Firma Bandwerk kommt aus München. Ist ein Start-up, haben vor kurzem, ich denke, die sind vielleicht so anderthalb Jahre auf dem Markt, haben mehrere Serien, 4 Serien von Armbändern, und die kann man auch in XL-Version bestellen, das heißt in verlängerter Variante. Und von denen habe ich die Premium-Variante von dem Armband, und zwar nennt sich die Zürich-Cordovan, das ist die Zürich-Serie, und Cordovan ist dann die Lederform. Und alleine schon, wie das ankommt, wie es verpackt ist, ist einfach wunderschön. Das ist nicht so eine Standardverpackung. Man sieht schon, da ist ein bisschen Kreativität hinter, alleine schon, was die Verpackung angeht. So, machen wir die auf. Hier ist so schwarzes Papier, das man aufreißt. Und tada! Keine Plastikbox, sondern schöne Holzverpackung, die man einmal aufschieben kann. Und dann ist nochmal ein Beutelchen drin, und in diesem Beutel ist das Armband. Und zwar ist das jetzt einmal in dunkelbraun, weil ich das am schicksten fand. Das gibt es auch in schwarz, das gibt es in ockerbraun, in hellbraun. Ich glaube, die haben auch eine relativ helle Variante. Aber das ist auf jeden Fall das dunkelbraun, und wie man sehen kann, ist das Leder glatt. Es gibt noch eine andere Serie, die heißt Berlin. Die sieht ungefähr genauso aus, ist allerdings mit so einer Maserung. Und ich fand einfach dieses edle zu der Apple Watch, dieses edle Armband, perfekt. So, dann kann ich die einmal kurz aufmachen. Das ist noch die erste Generation der Apple Watch. So, und jetzt kommt nämlich das nächste. Normalerweise hat man ja so einen Dornverschluss. Inzwischen hat aber Bandwerk die Möglichkeit den Kunden gegeben, dass sie sich so einen Butterfly-Verschluss holen. Das heißt, dieser Butterfly-Verschluss ist wie bei den Metallarmbändern, die man so kennt, so ein Butterfly. Das heißt, vor allem, dass man im Gegensatz zu seinem Dorn das Armband schont, wenn man es aufgesetzt hat. Man muss nicht irgendwo durch den Dorn durchziehen und quetschen und drücken, wie man es normalerweise machen würde. Man muss allerdings auch aufpassen, dieser Butterfly-Verschluss ist nicht unbedingt für jedes Handgelenk geeignet. Deswegen hat mir der nette Support, zu dem ich auch noch einiges sagen werde, den Tipp gegeben, einfach den Original-Dorn mitliefern zu lassen. Das ist noch was anderes. Tja, wenn ich den jetzt... Auf jeden Fall ist er mit dabei gewesen. Ich hatte schon vorher ein bisschen... Achso, hier. So, das ist der normale, wie man ihn kennt, mit dem Dorn. Und den kann man einfach ersetzen. Das heißt, wenn dieser Butterfly-Verschluss, der, glaube ich, bei 19 Euro liegt zusätzlich, wenn der nicht passen sollte, kann man den ersetzen durch diesen originalen. Ja, und genau, dann kann man die einfach mal einsetzen. Eine Seite, zweite Seite. Das Schöne ist auch, was man wissen muss, man bestellt die Armbänder, indem man die Farbe der Watch auch angibt. Das heißt, in dem Fall ist es die Space Grau Aluminium. Und auch dieser Verschluss ist dann, wie man sehen kann, ziemlich genau das Space Grau von dem Gehäuse. Und bei dem Dorn ist es auch so, der wird dann auch in Space Grau geliefert. Das heißt,
alles passt zusammen. Gerade natürlich, wenn man so goldene Watch hat, was auch immer, möchte man vielleicht ungern irgendwie ein schwarzen Verschluss haben. Ja, so, das muss ich gleich nochmal selber rausfinden, wie das funktioniert. Ich habe es gerade eben aufgemacht. Aber prinzipiell ist es so, dass man den Verschluss hier einmal einstellen kann auf die entsprechende den Gelenkumfang. Und ja, verschließen tut man es halt eben wie bei einer normalen Uhr mit dem typischen Metallarmband. Genau, alles bedarf noch ein bisschen Übung. So, da ist es aber. Und am Ende hat man eine wunderschöne, edle Uhr mit einem Lederarmband, mit einem Butterfly-Verschluss. Schont halt eben das Leder. Und wie gesagt, das ist die hochpreisigere Variante von dem Ganzen. Nennt sich Zürich. Die Berlin ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, so 30 € günstiger. Bei der Zürich wird aber noch ein Gimmick mitgeliefert. Und zwar ist noch zusätzlich dabei ein Sportarmband. Und zwar so ein Milanese Loop-Armband, wie man das kennt. Das wird gleich, also auch in der Farbe, die man angegeben hat von der Watch, wird das gleich mitgeliefert. Und ja, dann hat man halt eben für, wenn man es braucht, für bestimmte Anlässe, halt eben so ein Milanese Loop. Ja, vielen Dank. Ich kann es nur empfehlen. Der Service, wollte ich noch was kurz sagen. Der Service hat mich total umgehauen. Nachdem ich die erste E-Mail geschrieben habe an einem Sonntag, kam die Antwort eine Stunde später mit ein paar Fragen, die ich hatte, wurden sofort beantwortet. Die nächste E-Mail hatte ich am Montag weggeschickt, kam auch vor dem, also nach ein, zwei Stunden kam sofort die Rückmeldung. Da ging es darum, weil es sehr wenig Reviews gibt, wie unterscheidet sich dieses Armband von dem Berlin-Armband? Und das wurde mir sehr präzise alles beschrieben. Und dann habe ich noch die Frage gehabt, wie ist das jetzt mit den, wenn man so ein Handgelenk hat wie ich, 220 mm, kann man diesen Butterfly-Verschluss benutzen? Da wurden mir auch gute Tipps gegeben, und zwar verlängert der eigentlich nochmal die normale Länge von dem Armband, weil er ja hinten dran gesetzt wird sozusagen. Aber es wurde mir auch gleichzeitig gesagt, dass ich halt eben diesen Dorn nochmal mitbestellen sollte, nichts kostet, einfach falls es nicht passt von der Handgelenksform. Und der gesamte Support 1A. Also sowas erlebt man wirklich äußerst selten. Ja, das Ganze wurde innerhalb von 2 Tagen geliefert, und es ist einfach perfekt. Und wie gesagt, für alle, die lange Bänder brauchen, bestellt sie einfach in XL. Und die sind demnach 2 cm länger. Die normalen gehen bis 205 mm, die XL-Bänder bis 225 mm Handgelenkdurchmesser. Gut. Dann vielen Dank, und ja, ich bin sehr begeistert. Tschüss!